Herzlich willkommen zur Videoanführung von Iphigenie auf Tauris von Johann Wolfgang von Goethe. Mein Name ist Oliver Held, ich bin der Dramaturg der Produktion und Sie sehen hinter mir einen Teil meines Büros. Es gibt verschiedene Versionen des Dramas von Goethe selbst geschrieben. 1779 erschien die Prosafassung. Die hat er in der Tat innerhalb von 10 Wochen nur geschrieben, war damit aber einigermaßen unzufrieden, ersetzte sie 1781 dann durch eine Blankversfassung, die er dann ein Jahr später bereits auch wieder verwarf. Und 1786 schließlich las er dann die Elektra von Sophokles und dieses Versdrama elektrisierte ihn gewissermaßen dermaßen, dass er seine Fassung auch umschrieb zu einem Versdrama, erschien dann ein Jahr später, 1787. Kern oder das Thema Dramas selber ist der berühmte Tantalienfluch rund um Tantalus herum. Dazu gab es bereits mehrere literarische Vorlagen, die Goethe selbstverständlich kannte, von Euripides natürlich Iphigenie in Aulis und Iphigenie bei den Taurern, aber es gab auch eine Fassung von Racine und er kannte natürlich auch die Oper von Gluck. Wenn man sich die Iphigenie von Goethe durchliest oder mehr noch sich anschaut, dann hilft es in der Tat sehr. Man weiß im Groben noch, worum es geht. Man kennt die mythischen Vorkenntnisse. Das war zur Zeit Goethes in der Klassik kein großes Thema, weil dort alle gebildeten Menschen sich auskannten in der griechischen Antike. Heute ist es vielleicht ausgesprochen sinnvoll, da nochmal im Vorfeld darauf hinzuweisen. Bevor die eigentliche Handlung des Dramas einsetzt, gibt es eine Vorgeschichte. Eigentlich gibt es zwei, die erste ist der Urvater selber, Tantalus. Tantalus war ein Halbgott, Sohn des Zeus, aber eben auch ein Mensch und er war bei den Göttern so beliebt, dass sie ihn häufiger an ihre Tafel einluden, mit ihm zu speisen. Er dankte es ihnen sehr übermütig, wie er war, indem er ihnen Nektar und Ambrosia stahl und an seine Freunde verteilte. Schließlich sogar sprach er eine Gegeneinladung an die Götter aus und setzte denen dann seinen eigenen Sohn Pelops geschlachtet vor, um die Götter zu testen. Die Götter haben es natürlich gemerkt, haben Pelops wieder zusammengesetzt und zum Leben erweckt, bis auf die Schulter. Die musste durch Elfenbein ersetzt werden, weil die Göttin Demeter bereits die eine Schulter gegessen hatte. Und Tantalus selber wurde bestraft zu ewigen Tantalus-Qualen. Er wurde in den Tartarus verstoßen, steht dort bis auf Ewigkeit in einem See bis zur Brust, hat entsetzlichen Durst. Jedes Mal aber, wenn er sich bückt, versiegt das Wasser. Er hat entsetzlichen Hunger. Über seinem Kopf hängt ein Ast mit den schönsten Früchten. Doch jedes Mal, wenn er hochgreift, kommt ein Windstoß und wirbelt den Ast wieder nach oben. Und um das Maß der Dinge voll zu machen, über seinem Kopf schwebt ein riesiger Felsblock, der jederzeit droht, herunterzufallen und ihn zu erschlagen. Die berühmten Tantalus-Qualen. Und, das ist wichtig, die Qualen die Bestrafung Tantalus nimmt noch weitere Formen an. Die Götter bestrafen nicht nur ihn, sondern sein gesamtes Geschlecht. Das heißt, alle seinen Abkommen, Nachkommen waren verflucht, sich gegenseitig in Hass und Mordlust gegenseitig umzubringen, zu töten, zu betrügen, zu morden. Und das taten sie auch im reichen Übermaße. Iphigenie selber zählt im Drama die Geschichte auf, um Pelops, nach ihm Thyestes und Atreus. Das muss man jetzt alles für die Einführung nicht wissen. Es wird einmal erwähnt. Wichtig wird es erst jetzt wieder bei der nächsten Vorgeschichte, unmittelbar direkten, die mit Iphigenie zu tun hat. Nämlich, es geht um Iphigenies Vater Agamemnon. Wir befinden uns unmittelbar vor dem Trojanischen Krieg. Die griechische Kriegsflotte liegt in Aulis vor Anker, in Griechenland vor Anker und kann nicht auslaufen, weil Flaute Windstille herrscht. Und Agamemnon, er ist der Heerführer der großen Flotte, wurde vom Seher Kalchas geweissagt, dass erst wieder dann Wind aufkommt, wenn er seine älteste Tochter Iphigenie opfert. Agamemnon weigerte sich zunächst, wollte sogar zurücktreten als Heerführer, aber Iphigenie selber mit damals ungefähr 14 Jahren, sie war diejenige, die sagte, nein, die Sache selber ist zu wichtig, Vater, und sie stieg freiwillig auf den Richtblock. Dann kam es folgendermaßen, eine Wolke entführte Iphigenie
Und zwar eine Wolke, die Diane, die Göttin Diane, ausgesandt hat. Im Griechischen heißt sie Artemis, sie ist die Schwester von Apollo. Goethe hat die römische Version Diane benutzt in seinem Drama. Diane entführte in einer Wolke Iphigenie auf die Insel Tauris. Die heutige Insel, die Insel Tauris ist die heutige Krim, eigentlich nur eine Halbinsel. Auch da nahm Goethe sich die Freiheit, eine ganze Insel rauszumachen. Auf jeden Fall war es so, dass, wie gesagt, Iphigenie entführt wurde und die Menschen, die in Aulis zurückblieben, schließlich glaubten, Iphigenie sei in der Tat geopfert worden. Die Göttin hätte ihren Tribut sich geholt. Es kam Wind auf. Die Flotte fuhr gegen Troja mit dem bekannten Ergebnis, Troja wurde zerstört. Nach 10 Jahren kehrte Agamemnon als siegreicher Heerführer zurück nach Hause und wurde dort von seiner Frau Klytämnestra, die inzwischen auch einen Liebhaber hatte, Aegisth, wurde umgebracht. Klytämnestra hatte ihm niemals die vermeintliche Opferung ihrer Tochter Iphigenie verziehen, deswegen brachte sie ihn um. Jetzt hatte Iphigenie aber noch 2 Geschwister, beziehungsweise Agamemnon und Klytämnestra hatten natürlich noch 2 weitere Kinder, nämlich Orest, den Bruder Orest, und Elektra, die jüngste Tochter. Und Orest und Elektra rächten den Mord an ihrem Vater, indem Elektra half, Orest, Klytämnestra und Aegisth tötete. Jetzt war Orest aber als Muttermörder verdammt. Er war unrein, ab sofort wurde er verfolgt. Ein Fluch lastete auf ihm und er wurde verfolgt von den Rachegöttinnen, den griechischen Erinien. Er floh, es war eine lange Flucht, im Zuge dessen er sehr depressiv und fast wahnsinnig wurde. Aber es bestand Hoffnung, weil Apollon geweissagt hatte, dass er entsühnt werden könnte, wenn er auf die Insel Tauris reisen würde und das Bildnis, die Statue seiner Schwester Diane aus dem Tempel dort stehlen und zurück nach Griechenland bringen würde. Also machen sich Orest und sein engster und ältester Freund Pylades auf nach Tauris. So, und hier setzt das Stück ein, hier setzt das Drama von Goethe ein. Es ist so, dass Iphigenie inzwischen Diane als Priesterin auf der Insel dient, als Hohepriesterin. Und sie ist bei den Taurern und bei deren König Thoas, der Barbaren- und Skythenkönig, wie Goethe ihn nennt, hoch angesehen, aber Iphigenie sehnt sich trotz alledem zurück, unendlich zurück in ihre Heimat. Sie weiß ja auch gar nicht vom Trojanischen Krieg, vom Ausgang des Krieges, nimmt an, dass die Familie noch lebt, dass Agamemnon noch lebt. Thoas wiederum wirbt massiv um Iphigenie, er möchte sie zur Frau nehmen inzwischen, auch seit längerem schon. Iphigenie hat sich dem immer widersetzt, zum Teil aus privaten Gründen. Goethe führt das nicht näher aus. Es gibt einmal den Punkt, wo sie dann gewissermaßen durchblicken lässt, dass sie als Hohepriesterin, als Priesterin der Diane ihr Leben der Göttin geweiht hat. Thoas ist nun daraufhin sehr erzürnt, dass sich Iphigenie, die er ja an Kindesstatt mehr oder weniger aufgenommen hat, die er mit dem höchsten, neben seinem eigenen Amt als König, dem höchsten Amt der Insel versehen hat als Hohepriesterin, ihn so enttäuscht. In der Tat war das Verhältnis zwischen Iphigenie und zwischen Thoas immer gut, von Respekt, gegenseitigem Respekt eigentlich gekennzeichnet. Er ist nun so entzürnt, dass er droht, dass der alte Brauch der Menschenopfer auf der Insel Tauris wieder eingeführt wird. Das war nämlich so, dass bevor Iphigenie kam, jeder, der auf der Insel aufgegriffen wurde, ob Flüchtling, Reisender, dort den Göttern geopfert würde, Iphigenie aber, sobald sie auf die Insel kam, sicherlich auch traumatisiert durch ihre eigene Geschichte, rang Thoas das Versprechen ab, diese Menschenopfer nicht mehr durchzuführen. Jetzt droht Thoas, enttäuschter Liebhaber, ganz von ihr aus Rache, diese Menschenopfer wieder einzuführen. Und, wie der Zufall es will, 2 Fremde sind aufgegriffen worden und er schickt sie jetzt zu Iphigenie. Sie soll die beiden auf den Tod vorbereiten. Es handelt sich natürlich um Orest und Pylades, die aufgegriffen worden sind. Es kommt zu der Szene, wo sich Orest und Iphigenie begegnen. Im Laufe der Szene sich gegenseitig zu erkennen geben, in die Arme fallen. Und Iphigenie auch hört, wie es um zu Hause steht, dass Agamemnon tot ist. Orest ist trotzdem weiter wahnsinnig, zwar glücklich auf der einen Seite, dass man sich wiedergefunden hat, ist er in seinem Wahnsinn jedoch nicht zu bremsen. Er erleidet die berühmte Hades-Vision, in der sieht er die ganzen toten Ahnherren seines Geschlechts im Hades endlich glücklich miteinander vereint und möchte sich liebend gern dazugesellen. Iphigenie schickt ein Stoßgebet
gegen Diane und sagt, erlöse meinen Bruder von dem Fluch. Und das passiert dann auch unter anderem wegen des Gebets. Das ging damals wohl sehr schnell und geht auch bei Goethe sehr schnell. Von einer Szene auf die andere ist er zuvor geradezu wahnsinnige und unheilbare Orest geheilt. So, Orest nun geheilt, voller Tatendrang, plant daraufhin mit Pylades und Iphigenie die gemeinsame Heimkehr nach Griechenland zurück. Im Zuge dessen sie natürlich zuvor auch noch die Statue stehlen müssen, damit Orest endgültig entsühnt wird von den Erinnien und in Ruhe gelassen wird. Und Iphigenie soll Thoas hinhalten. Dazu kommt es jetzt zu dem berühmten iphigenischen Dilemma. Iphigenie muss sich entscheiden zwischen Lüge und Wahrheit, Pflicht oder Wunsch. Denn im Grunde widerstrebt das diese Geschichte Iphigenie zutiefst. Es widerspricht allem, wofür sie steht. Sie selber, die Thoas mit sehr viel Respekt begegnet, sehr viel Respekt vor ihm hat auch, der sie mehr oder weniger an Kindesstatt angenommen hat. Sie soll ihn auf einmal belügen und betrügen. Das will sie nicht, das kann sie nicht. Und sie muss aber eine Entscheidung treffen mit dem Risiko, dass wenn sie ihn nicht anlügt, sie nicht nur, dass sie vielleicht nicht fliehen können zusammen, sondern Thoas endgültig entführend sie alle sogar opfert. Doch was soll sie tun? Das berühmte Dilemma. Und Iphigenie entscheidet sich, Thoas die Wahrheit zu sagen und ihn in Kenntnis zu setzen. Unter anderem setzt sie ihn auch unter Druck, denn Thoas hat zu Beginn des Stückes ihr gesagt, wenn du nach Hause Rückkehr hoffen kannst, so spreche ich dich von aller Forderung los. Daran erinnert sie ihn nochmal an sein Versprechen und Thoas fühlt sich auch daran gebunden. Er lässt Iphigenie, Orest und Pylades kampflos gegen die Heimat ziehen. Und auch der Orakelspruch löst sich auf. Es gibt gar keine Statue zu stehlen, weil die Schwester, die gemeint ist, ist nicht die, ist keine Statue der Schwester von Apoll von Diane, sondern es ist die Schwester selbst, Iphigenie, die zurück in die Heimat soll. Insofern gesehen hat Thoas keinen Grund, wegen eines Raubes zu zürnen. Iphigenie auf Tauris ist das große klassische Humanitätsdrama bis heute. Iphigenie selbst ist die typische Heldin des klassischen Humanitätsideals eigentlich, ist aber auch die erste oder mit die erste literarische Vertreterin eines Menschenideals, das ein nicht von den Göttern vorbestimmtes Schicksal akzeptiert, sondern selber ihr Schicksal versucht in die Hand zu nehmen, indem sie eine Entscheidung trifft. Da spielt natürlich die Aufklärung mit rein. Goethe kannte selbstverständlich die Schriften von Voltaire, Diderot, Kant. Er kannte seine literarischen Zeitgenossen, er kannte Gottsched und er kannte Lessing selbstverständlich. Aber, und das ist bei Goethe nochmal dergestalt, dass auch der Sturm und Drang dort wieder eine Rolle spielt, Iphigenie gelangt zu ihrer Entscheidung nicht durch eine reine Ratio, durch einen aufklärerischen Impetus, sondern sie fühlt, ob etwas richtig oder falsch ist. Und damit kommt sie wiederum dem Ideal der Klassik eigentlich auch sehr nahe. Oder es ist das große Ideal der Klassik. Die gefühlte innere Pflicht zur Wahrheit und zur Menschlichkeit weisen jeden Menschen von selbst den Weg. Das heißt, jeder Mensch hat gewissermaßen einen moralischen Kompass in sich, der ihm sehr genau sagt, wie er zu handeln hat. Die Iphigenie auf Tauris von Goethe wird von ganz großen Themen geprägt, das kann man gar nicht anders sagen. Schuld und Sühne, Mut, Verantwortung, Lüge und Wahrheit. Aber, es gibt dazu eine Sprache, die ausgesprochen artifiziell ist, sehr kunstvoll, großartig und nicht unbedingt leicht zu verstehen, was die Schwierigkeit ausmacht. Das muss man vielleicht wissen. Goethe selber entwickelt seine Gedanken, die er den Figuren in den Mund legt, über mehrere Zeilen hinweg mit Untersätzen. Das heißt, die Schwierigkeit oder die Herausforderung beim Probenprozess, bei der Inszenierung, wir sind jetzt so knapp anderthalb Wochen vor der Premiere, bedeutet, keine großen Aktualisierungen zu machen, keine Fremdtexte, keine zeitliche Verortung. Das lenkt alles eher nur ab, haben wir festgestellt. Das gilt natürlich nur für uns. Es gibt sicherlich andere Spielmöglichkeiten oder andere Möglichkeiten, Iphigenie zu inszenieren, aber für uns selber ist dieses richtig. Das Stück von Goethe ist im Kern absolut heutig genug. Insofern gesehen braucht es diese Aktualisierung nicht, weil Themen und Sachen verhandelt werden, Dinge verhandelt werden, Ideen verhandelt werden, die wirklich zeitlos sind, die wirklich zum tiefsten Wesen der Menschen selbst gehören. Wir reduzieren uns aufs Wesentliche, wir konzentrieren uns auf Sprache und Inhalt. Es gibt reines Schauspielerdrama. Und das ist die große Kunst
und das hoffentlich wird uns gelingen. Die Schauspieler müssen in ihren Figuren in der Lage sein, müssen ihre Texte, ihre Figuren so durchdrungen haben, dass sie jederzeit in der Lage sind, genau zu wissen, was sie, warum, wie, zu wem sagen. Und das Ganze nicht deklamierend oder zelebrierend, wobei wir auf der großen Bühne spielen. Das heißt, wir müssen ohnehin natürlich aufpassen, dass man uns versteht, das ist klar. Aber wir haben für uns festgestellt, dass die geistige Klarheit, die Durchdringung dessen, was die Figur sagt, sehr wichtig ist, dass man das dann allerdings mit einer großen künstlerischen Normalität sagen kann. Weil es geht nicht ums Unterspielen. Natürlich ist es immer eine Kunstform. Es ist sehr kunstvoll geschrieben. Sie muss auch so gesprochen werden. Aber es muss eben nicht gepredigt werden. Also bei diesem Stand sind wir jetzt momentan. Ich denke auch, dass wir da bleiben werden. Ich möchte Ihnen kurz noch was zur Besetzung sagen. Die Iphigenie wird gespielt von Tanja Schleif. Sie hat des Häufigen hier im Haus schon gespielt. Thoas, den König, spielt Andreas Krotgar. Orest, Jakob Schneider. Sein Freund Pylades, Konstantin Bühler. Arkas, der Bote von Thoas, wird gespielt von Timo Schwarz. Er war bereits auch häufiger hier schon mal im Haus zu sehen. Regie führt Mona Kraushaar, eine gebürtige Düsseldorferin. Bühne und Kostüme Katrin Kersten. Musik von Sebastian Herzfeld. Das Ganze wird voraussichtlich circa 1,5 Stunden dauern. Es wird keine Pause haben. Hochspannend, hohe Kunst. Ich hoffe, wir kriegen es so hin, dass es Ihnen gefällt, dass es auch für Sie sehr spannend ist. Viel Spaß.